Mir ist ein ziemlich gutes Angebot zu Ohren gekommen und dieses möchte ich gerne in diesem Video einmal mit euch teilen. Für den einen oder anderen von euch, der vielleicht gerade auf der Suche nach einer HiFi-Anlage ist, zu einem fairen Kurs, ist das bestimmt sehr, sehr interessant. Für alle anderen, die gerade nicht auf der Suche nach einem Angebot sind, ist das Video dennoch interessant, denn es geht um das Format solcher Art von Videos als solches. Dazu brauche ich einmal euer Feedback, aber da werde ich am Ende des Videos nochmal drauf zurückkommen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Angebot. Sounds Clever, wie es hier im Titel steht, ist eine Initiative der High-End Society. Viele Hersteller, Vertriebe und Fachhändler nehmen an diesem Sounds Clever-Konzept teil. Das Konzept besagt im Folgenden, dass man eine HiFi-Anlage zusammenstellt unterhalb der 5.000-Euro-Klasse. Und diese Anlage muss dann aber auch spielbereit sein. Also es kann dann nicht sein, dass man 5.000 Euro ausgibt und dann es irgendwie an einem 20-Euro-Cinch-Kabel hapert, das man sich noch zusätzlich kaufen muss. Nein, für 5.000 Euro muss es dann aber auch komplett spielbereit sein, ohne dass man zusätzlich noch etwas kaufen muss. Und es müssen auch nicht zwingend 5.000 Euro sein. Also wenn es jemand schafft, eine Komplettanlage für 2.000, 3.000, 4.000 Euro anzubieten, dann ist das auch vollkommen okay. Hauptsache die Schmerzgrenze von 5.000 Euro wird nicht überschritten. Inakustik ist einer der Hersteller, die an diesem Sounds Clever Konzept auch teilnehmen. Und die haben mich eben gebeten, das Angebot von Inakustik hier auf meinem Kanal zu teilen. Und ja, da ich diese Anlage sehr, sehr gut kenne und das Angebot sehr gut finde, passt das hier wie die Faust aufs Auge. Deshalb zeige ich euch einmal dieses Angebot von Inakustik. Inakustik bietet im Bundle genau das Setup an, das bei mir hier schon seit längerem in der Ausstellung steht. Und deshalb kenne ich es auch so gut. Und auch bei meiner eigenen Hausmesse, den Kulturtagen, gespielt wurde, wo sie auch einen richtig guten Eindruck bei den Gästen hinterlassen haben. Das Video zu den Kulturtagen findet ihr an dieser Stelle. Das Setup besteht also aus den Audio-Vector QR3 Lautsprecher mit einem AirMotion Hochtöner, wirklich wunderschön klingenden Lautsprecher, sehr, sehr dynamisch, detailliert, feinauflösend und sehr, sehr gut im Mittenbereich. Falls ihr nochmal eine detaillierte Beschreibung dazu hören möchtet, ich habe vor kurzem ein Video hochgeladen, wo ich die QR3 gegen die Monitor Audio Silver 500 vergleiche. Und diesen Test habe ich bereits auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, verlinke ich euch kurz an der Stelle. Da könnt ihr euch mal die Beschreibung anhören. Und da sind die QR3 richtig gut bei weggekommen, haben also sehr, sehr gut abgeschnitten. Zu den Lautsprechern bietet Inakustik den Primare i15 Prisma Streaming Vollverstärker an. Das Teil ist wirklich eine eierlegende Wollmilchsau. Hat alles, was man braucht und nicht braucht. Hat sowohl analoge als auch digitale Eingänge, analoge als auch digitale Ausgänge. Hat einen USB-Anschluss, Bluetooth, AirPlay, Chromecast Built-In. So könnt ihr von eurem Spotify, Qoboos oder Tidal Account Musik abspielen. Und für die fortgeschrittenen Audiophilen unter euch ist das Teil auch Room Ready. Viel mehr brauchen wir auch nicht, als nur noch ein Lautsprecherkabel. Und das legt natürlich Inakustik bei, mit dem LS104 aus der Micro-Air-Serie. Dieses gesamte Setup liegt bei 4.989 Euro, liegt also unterhalb der 5.000-Euro-Grenze und bekommt das Sounds Clever-Siegel der High-End Society. Inakustik legt aber jetzt nochmal einen drauf und bietet dieses Setup ab sofort bis zum 31. Mai 2023 für 3.960 Euro an. Für den einen oder anderen von euch bestimmt ein sehr interessantes Angebot. Falls ihr euch ernsthaft interessiert, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zur Landingpage mit allen Informationen zu diesem Angebot und allen teilnehmenden Fachhändlern, bei denen ihr das Package auch direkt bestellen könnt. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna
Also richtig gutes Setup, richtig gutes Angebot von Inakustik und ich finde auch die Sounds Clever Initiative der High End Society auch richtig gut. Und nicht nur gut, sondern auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit. Denn der Trend geht in eine ganz andere Richtung und zwar voll in die Luxusschiene. Und das halte ich für etwas problematisch, denn die Hersteller versuchen am liebsten oberhalb der 5000 Euro Klasse anzubieten und das nicht mal für eine ganze Anlage, sondern eher für eine einzige Komponente. Halte ich für schwierig, denn es schreckt wirklich Leute ab. Es schreckt Bestandskunden ab. Es schreckt HiFi-Enthusiasten ab, die seit vielen, vielen Jahren schon dabei sind. Und es schreckt auch Neukunden ab, vor allem junge Leute, die vielleicht versuchen, in das Thema einzusteigen, aber per se schon sagen, hey, nee, das ist so weit weg von dem, was ich ausgeben möchte oder kann. Geht einfach nicht. Da hole ich mir lieber meinen ersten kleinen Gebrauchtwagen. Brauche ich viel dringender im Alltag als eine HiFi-Anlage. Teile ich zwar nicht diese Meinung, aber ich kann es definitiv verstehen. Was haltet ihr denn von diesem Konzept? Und vor allem Frage an euch. Was haltet ihr davon, wenn ich in Zukunft hin und wieder mal Komplettanlagen zusammenstelle, die dann auch fair bepreist sind? Ich diese dann auch teste, die quasi mein Dimi-Vesos-Siegel kriegen, wo ich sage, hey, das klingt harmonisch, passt miteinander richtig gut zusammen und hat einen Preis bis 2.000, 3.000, 4.000 Euro und so weiter. Was haltet ihr von der Idee, solche Anlagen als Format, als Videoformat hin und wieder auf meinem Kanal vorzustellen? Schreibt es mir in die Kommentare. Übrigens, Inakustik hat noch ein zweites Angebot mit Kompaktlautsprechern von Audio Vector, einem Vollverstärker und CD-Spieler von Primare und einem Lautsprecherkabel, was eben auch zu diesem Sounds Clever Konzept gehört. Dieses Setup stellt euch der liebe Patrick von Sound & Grooves vor auf seinem Kanal und diese Videoempfehlung gibt es an dieser Stelle. Ich verabschiede mich an der Stelle. Bis bald. Ciao.